Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch unser neues Designpapier Traum vom Meer vorstellen. Das gibt es bei uns im neuen Katalog. Es sind 12 Blatt, je 2 in 6 doppelseitigen Designs und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir haben natürlich hinten wieder ein Stück Pappe dabei, auf dem der Name steht, schwupp, sowie auch wozu es passt. Babyblau, Savanne, Feige, Minzmakrone, Marineblau, Lindgrün, Meeresgrün und Flüsterweiß. So, und damit wir uns das besser angucken können, werde ich jetzt ganz schnell eben kleine 6x6 schneiden und bin sofort wieder bei euch. So, da bin ich schon wieder. Jetzt habe ich hier kleine geschnitten. Also wie gesagt, kaufen könnt ihr das in 30,5 x 30,5. Aber wir gucken uns jetzt die 6x6 Inch an, einfach weil sie handlicher sind und weil die Muster sich immer wiederholen, sodass man also da auch nichts verpasst. Wir hatten ja mal Papier im letzten Frühjahr-Sommer-Katalog. Das war so von ganz oben bis ganz unten unterschiedlich. Das ist in diesem Fall oder bei diesen Papieren gar nicht der Fall. Von daher verpasst man eben auch nichts, wenn man es einfach durchschneidet. Und wir gucken uns jetzt einfach die Farben mal an. So, wir starten hier. Also es ist relativ dünn, aber das kennen wir von unserem Designpapier ja schon, dass man einfach auch ein bisschen damit vielleicht eine Verpackung falten kann. Das geht ganz gut. Und wir haben hier einmal einen Blauton. Ich habe hier nebenbei noch ein bisschen den Katalog liegen. Da würde ich behaupten, das ist einfach passend für Marineblau. Und die Rückseite davon ist dann Feige. So ein bisschen gewischt vielleicht. Dann haben wir legen wir 2 beiseite. Also 4 Stück gibt es ja immer aus einem großen Stück raus, ne? So haben wir also im Moment immer 2 über, die ich noch zur Seite lege. Dann haben wir Meeresgrün und Minzmakrone. Und auf der Rückseite haben wir, ich muss das auch noch lernen, ne? Savanne. Savanne mit nix. Ja, Savanne. Na gut, also hell mit dunkel Savanne. Ja, ihr kennt meine Nachbarn schon, oder? Also es ist wieder ganz stark hier. Auch diese Seite ist Savanne. Auf der Rückseite wieder Meeresgrün. Und 2 zur Seite. Das ist, würde ich behaupten, Lindgrün mit Marineblau. Und die Rückseite. Also diese hier haben überhaupt keinen Schimmereffekt. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen schon ein Video gezeigt mit einem besonderen Designpapier mit Schimmereffekt. Das hat dieses Papier gar nicht.
ist dafür auch sehr viel günstiger. Aber seht ihr dann ja auch im Katalog. Mit Punkten. Das ist dann jetzt aber Babyblau. Genau, mehr Blautöne haben wir nämlich nicht. Babyblau und Marineblau. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen, ja, das, was mich eigentlich am meisten erinnert an Traum vom Meer. So ein bisschen Meer. Und auf der Rückseite, das ist nun definitiv Lindgrün. Auch sehr schön. So. 6 verschiedene Designs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeweils 2 Blätter. Kommt zu euch. Wenn ihr Lust habt, meldet euch bei mir. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Ihr fandet es interessant. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr das Video gemocht habt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis bald. Tschüss.